السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wir fangen mit einem erfreulichen Ereignis. Ein Bruder will den Islam annehmen. Und wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir fangen sofort inshallah damit an. Das ist ein wunderschönes Geschenk. An so einem Tag, in so einem gesegneten Monat. Wie heißt du mit Vorname? Andreas. Andreas. Und seit wann beschäftigst du dich mit dem Islam? Schon seit 3 Jahren. Mhm. Und durch mehreren Kontakten mit einigen Kollegen habe ich mich entschlossen, in diesen Islam beizutreten. Und du bist 100% überzeugt? Ja. Und kein Zweifel? Kein Zweifel. Alhamdulillah. Ja, dann machen wir das erstmal mit dem Glaubensbekenntnis. Also du bezeugst, dass keiner verdient hat, angebetet zu werden außer Allah. Und du bezeugst, dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Und jetzt auf Arabisch. Ashhadu. Ashhadu. An. Am. La ilaha. La ilaha. La. La. Ilaha. Ilaha. Illa. Illa. Allah. Allah. Wa ashhadu. Ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluh. Wa rasuluh. Ja, Alhamdulillah. Takbir! Allah. Takbir! Allah. Takbir! Allah. Alhamdulillah. Möge Allah dich befestigen in dieser Religion. Ja, auf Deutsch? Auf Deutsch weiß ich noch nicht. Solltest du denn auf Deutsch sagen? Ja? Ja. Ja, das habe ich schon. Meinst du das Glaubensbekenntnis? Glaubensbekenntnis meine ich, ja. Habe ich gesagt. Gut. Also der Rutsch. Ja, es ist die Aufregung, subhanallah. Ja. Viele Leute denken, das ist einfach. Wallah, manchmal bin ich am Schwitzen und natürlich zeige ich das nicht. Ich bin schon am Schwitzen. Also schöner als diesen Satz von einem Mund oder aus einem Mund eines Menschen zu hören, der vorher nicht an Allah geglaubt hat und Kafir war, gibt es nicht. Gibt es nicht.